Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Stardew Valley. Wir waren am Angeln und genau da möchte ich auch weitermachen beim Angeln. Blum. Vielleicht kriegen wir ja noch diesen Pufferfisch gefangen. Der Demetrius hätte gerne, dass wir einen Pufferfisch fangen. Da ist es. Der Auftrag. Nervt mich schon die ganze Zeit, dass das Ding da hinten so aufblinkt. Positionswechsel, weil da hinten haben wir schon alles leer gefischt. Wir angeln die Ozeane sauber. Kein Fisch wird sich da mehr verirren. Ja, wir holen sogar den Dreck raus. Wir sind voll öko. Ja. Das war leicht. Oh, da muss ich hin. Da blubbert's. Da muss ich sein. Habe ein Seegras gefangen. Ich glaube, das Seegras ist verdorben. Es war am Gären und deshalb hat es geblubbert. Ich angel mal nochmal in die Richtung. Okay, man ahnt immer, er geht runter oder rauf, aber man kommt gar nicht schnell genug mit der Angel hinterher. Ich angel hier vorne. Da gibt es ein paar Sardinen und Seegras oder so. Da draußen den Hai, den will ich nicht mehr. Der verbraucht mir nur meine Köder. Ja, davon habe ich auch nicht mehr viel. Ja, da haben wir eine Brille verloren. Wahrscheinlich habe ich dem Taucherbrille gerade die Brille von der Nase gezerrt. Und durch die Haken ist er natürlich zerbrochen. Es ist schon bald Abend. Und im Ozean ist schwimmt kein einziger Fisch mehr. Tatsächlich. Kein einzig Fischilein mehr im Meer. Der Ozean ist jetzt sauber. Und unser Schwimmer ist auch kaputt. Und ja. Willi hat sich schon verabschiedet. Wir haben noch 4 Köder, die will ich jetzt auch noch verballern. Angeln mal da drüben beim Felsen. Ha, habe ich es geahnt. Da scheint noch was zu sein, also probier es nochmal. Das war nicht der lebhafte. Ein Thunfisch. Hey, super. Den habe ich auch noch nicht gefangen. Den Pufferfisch habe ich zwar schon mal gehabt, aber das war dann diese. Wie hieß sie? Die Wagenverkäuferin. Also sie verkauft keine Wagen, sie verkauft aus ihrem Wagen heraus. So, jetzt versuche ich mal ohne Köder und alles andere noch einen Fisch rauszuholen. Ein Kurzstreckenfisch. Ohne Schwimmer, ohne Köder. Ja, es klappt. Jetzt wahrscheinlich runterhüpfen, ja. Und vielleicht noch ein Thun. Nein, Heilbutt. Schön, schön. Oh, doch. Fischtank, genau. Nee, 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 haben wir nicht. Ja, den Pufferfisch, den habe ich, wie gesagt, irgendwann mal
bei der Händlerin gekriegt. So, John, tun, ha! Und den haben wir auch. Perfekt. Dann muss ich auch gerade was gucken. Pufferfisch war hier. Speziell. Speziell, super. Es hilft mir jetzt nicht, wenn da steht speziell. Speziell kann nämlich alles bedeuten. Man weiß also nicht, wo man den Fisch herkriegt. Wenn da steht Ocean Bundle, ist ja klar. Man muss ihn aus dem Ozean ziehen oder bei der Händlerin an der Fischtheke kaufen. Aber wenn da steht speziell, ist das so nichtssagend. Öffnet, lasst mich rein. Ich habe Fische für euch. Den Thun, einen extrem wertvollen dazu. Einen Red Snapper. Soll es auch im Ozean geben. Eieieiei. Die müsste es im Fluss geben. Hier, das müsste ich in der Nacht fischen. Ah, das ist vielleicht noch ein Argument. In der Nacht angeln. Ja, da fehlt mir noch die Wolle. Und Sternmelonen bzw. Kürbisse. Bei Melonen habe ich ja angebaut in rauen Mengen. Sollte also potenziell möglich sein. Wenn da die fünf Goldsternmelonen zusammenkriegen, die können wir dann da auch wunderbar in Unimons abtreten. Und wenn wir das dann gemacht haben, können wir ja, brauchen wir eigentlich, ja genau, dann brauchen wir nur noch die Wolle, die unverarbeitete Wolle. Und schon hätten wir es geschafft. So, was mache ich jetzt? Erstmal nutzlosen Kram verkaufen. Das, das und. Okay, das war's schon. Dann stellen wir uns Qualitätsdünger her. Eine Verschwendung von Fischen, muss man dazu sagen, aber gut. So bin ich nun mal. Qualitätsdünger. Und dann fangen wir an zu recyceln. Yay, so viele Batterien. Und das Tolle ist, morgen gibt es wieder einen Sturm. Da können wir nämlich gleich weitermachen. Oh, das gefällt mir. Laufende Batterien produzieren. Jetzt bräuchte ich aber eigentlich noch das Iridium, oder wie das heißt. In rauen Mengen wäre das echt super. Wenn man das so in der Edelsteinfabrik da oben produzieren könnte, wäre ich eigentlich noch viel begeisterter als jetzt bei Edelsteinen. Also bei Diamanten zum Beispiel. Also hätte ich ganz gerne statt in Diamanten dieses Erz reingesteckt. Habe ich aber probiert, geht leider nicht. Mach ich denn davon Quatsch? Könnt ihr mich nicht von solchem Quatsch abhalten? Ja, peinlich. So, Holz ist voll. Sepp muss da rein. Hier machen wir die Angel dazu. Schere, Eimer benutzen wir alles. Axt, Pike, Schwert. Alles Sachen, die wir benutzen. Seegras mache ich mal einfach so aus ästhetischen Gründen da rein. So, hier leuchten wir noch den Weg ein bisschen aus. Die Leute auch ja hierher finden, wenn sie mich besuchen wollen. Unkraut.
Das Unkraut. So. Hier könnten wir noch eine Fackel hinstellen. Das sieht bestimmt schön aus. So. Genau, Kreuzung. Ausgeleuchtet, wie es sich gehört. So, 11:30. Ab ins Bett. Müde genug sind wir dafür und erschöpft und so. Wird sich bestimmt lohnen. Leo hatte ich gestreichelt. Ja, habe ich gestreichelt gehabt. Er liegt so schön am Kamin. Hat also doch etwas kalt in der Nacht. Und dann ruhen wir jetzt mal aus. Ja, der Tag war mal mau. Ja? Kaum 2000 Groschen. Ja, er hat immer noch kalt, der Leo. Ja gut, bei der Wetterfront hat er sich wahrscheinlich gleich verkältet und deshalb liegt er die ganze Zeit am Kamin rum. Morgen ist wieder ein schöner sonniger Tag und die Geister sind sehr, sehr glücklich und wollen uns so viel Glück wie möglich mit zukommen lassen. Und Grüße! Es ist ich, oder ich bin's, die Königin der Soßen. Hier, um euch beizubringen, wie man das neue Wasser im Mund zusammenlaufende Rezept aus meinem geheimen Kochbuch kocht. Diese Woche tischen wir auf. Hey, jeder hat eine Bank für eine Bank rumliegen. Und hat keine Ahnung, was er damit machen soll. Ja, ich auch. Nun, ich habe eine großartige Verwendung dafür. Für die allgemeinen... ein Karpfen. Ah, hat eine Menge Karpfen rumliegen. So, jetzt habe ich es verstanden. Für die allgemeinen Probleme. Ich nenne es... Karpfenüberraschung. Es ist schnell, einfach zu machen. Aber ihr werdet eine ganze Menge Karpfen brauchen. Karpfenüberraschung. Wahrscheinlich ein Karpfen gefüllt mit Karpfen. Wo ist die Karpfenüberraschung? Ich habe nämlich nicht so viele Karpfen rumliegen. Karp Surprise. 4 Karpfen. Boah. Also besonders ist das Rezept leider nicht. Ich hab gehofft, dass man dann irgendwie besser angeln könnte oder so. Ja Mann, da ist er. Yay, Ernte! Radieschen. Ich habe keine Ahnung, wer Radieschen will. Aber zur Not mache ich hier eben wieder Weizen hin. Die wachsen so ungleichmäßig, oder irre ich mich da? Yay! Saatgut. Als erstes brauche ich Saatgut. Machen wir mal die schlechten Radieschen rein. So. Das nehme ich mit und das nehme ich mit. Nein, das wird wieder ein Vollkraut- und Rübenfeld. Aber ich kann so allmählich hier meine Aussaat aufbessern, indem ich hier Dünger streue. Hui. Ja. Haben wir noch ein bisschen was aus Aprikose. Aprikose.
sehr schön. Rosenwein, yam yam, das wird lecker. Da können wir auch noch was draus machen. So ein Orange- oder Pfirsichsaft. Bestimmt auch lecker, lecker. Bartgut, das kann alles wieder weg. Das verkaufe ich. Das hat keinen Sinn, das Zeug die ganze Zeit durch die Gegend zu schleppen. Deshalb verkaufe ich das. Ich glaube, ich bin blind. Sie gerade nicht. Ja. Kann ich ja auch nicht sehen. Nein, nicht Aprikose essen. Du sollst. Ja, genau. Das Zeug sortieren. Kaufe ich. Schwimmer mache ich zur anderen Angel. Zur guten. Und die könnte ich jetzt irgendwann mal dem Louis und dem Sean verkaufen. Nein, schenken. Verkaufen tue ich es anderen. Das Ding wird verkauft. Genau. Weg damit und weg damit. So, hier ist auch die Angel. Können auch die Schwimmer rein. Sehr schön. Jetzt schnell zu den Tieren. Ach, noch nichts Neues gekommen. Vier, sieben. Ja, da müsste irgendwann. Irgendwann demnächst müsste dann. Ja, toll. Ich. Nein, nicht. Ah, okay. Er hat beides gemacht. er hat sich Lilly anzeigen lassen und das Gras in das Heu eingesammelt. Ja, da wird es auch nichts Besseres draus, hä? Susi nur noch zwei Herzchen. Henna ist eigentlich schon so weit ausgewachsen, dass wir sie eigentlich verkaufen könnten. Aber ich lasse sie jetzt mal noch, bis das Ding ausgeschlüpft ist. Wann auch immer das passieren mag. Ich glaube, dann gehe ich sowieso gänzlich auf Entenzucht. Naja, Entenzucht nur ist blöd. Aber der Primäranteil wird dann doch zur Entenzucht. Zwei Hühner, fünf Enten, ein Monster. Ich glaube, das geht. Das sollte funktionieren. Oh, Schere, Schere. Hat keine Wolle mehr? Gut. Das hört sich so süß an. Alle nochmal hämeln. Die Kühe melke ich jetzt einfach. Oh, da war ich schon. Ich erinnere mich. Und bei den Ziegen warte ich noch eine Runde ab. Ich möchte auch mal die Goldstern-Ziegenkäse-Produktion starten. Wäre echt mal was Schickes. Milch läuft, Eier läuft auch. Dann habe ich jetzt ganz tolle Pläne. Wir machen uns nämlich noch ein paar Lebenselixiere. So. Da.
können wir denn noch bauen? Megabomb, wow. Das natürlich nicht, aber Iridium hätte ich ganz gerne gefunden, deshalb will ich heute in die Mine laufen. Nur mal um zu sehen, ob ich da nicht doch irgendwas herausschlagen kann. Heck hatte ich, ja, hier, Wormbin, Hartholz. In rauen Mengen Hartholz. Oh, 25, 1, 1, okay. Oh, und Fiber. Wer hätte gedacht, dass Fiber für irgendwas mal gut ist? Also ich hätte es jetzt eher nicht mehr erwartet. So, hinterm Haus muss ich nicht lang. Und das Ding fängt jetzt schon an zu komposten. Sehr schön. Okay, hier wird jetzt zwischengelagert, was ich sofort nicht brauche. Und das nehmen wir natürlich mit. Holzkohle kann ich mitholen. Das Defend-Futter hole ich auch mal mit. Sehr schön. Dann laufen wir bei den Junimos vorbei, geben die Wolle ab. Fehlt uns da noch, kannst du nicht merken, Wolle fehlt uns da und auf der anderen Seite Kürbisse bzw. Melonen. Wow, es fühlt sich so an, als wären wir ganz nah dran am Greenhouse. Kann mich natürlich irren, aber für mich fühlt es sich im Moment so an. Ich bin mal gespannt, was die Junimos uns schenken, wenn wir die Wolle abgeben. Das wird echt interessant. Man kriegt ja für jedes Abgeschlossene immer ein kleines Geschenk. Belohnung? Eine Käsepresse! Ja, das ist allerliebst. Können wir selbst, Dankeschön. Man nimmt das Päckchen ins Haus. Ich mach die Käsepresse mal hier raus, die irritiert mich. Und mit dem Zwerg kann ich immer noch nichts machen. Das ist schon wieder da unten die Würmer. Das ist auch gemein, dass man dann die Würmer sieht, wenn man gerade am Rauslaufen ist. Und dann denkt man sich, oh, zurück, den ganzen Weg, schon wieder. Nein. Das ist zu weit, das ist zu viel. So, ich würde sagen, wir setzen hier bei 95 an. Keine Ahnung, ob das gut ist. Ich mache es jetzt mal. Ja, einzelne Steine kloppen ist nicht das Wahre. Ja. Ah, schon besser, zumindest Gold. So, dir mache ich die Stummelbeinchen ab, du Monster. Nochmal Gold. Aber das Problem ist, ich hätte gern Iridium oder Edelsteine oder irgendwas von Wert. Am liebsten Iridium. Jawohl, ich lasse mich hier schon ordentlich verprügeln. Quarz ist jetzt nicht so wertvoll, nehmen wir trotzdem mit. Weil ich gierig bin. Wer hätte das gedacht, da ist noch so einer.
glaube, den muss ich erst wecken. Die könnten... Oh, Krabbe. Die könnten ruhig ein bisschen mehr dabei haben. Ja, das da esse ich jetzt erstmal. Ein bisschen mehr Verteidigung ist gar nicht so blöd. Die können sich heilen. Das ist ja Wahnsinn. Wieder Mucki. Musik. Rutzelt der mich da einfach. Ich gehe noch ein bisschen Gold sammeln. Wer weiß, wofür es gut ist. Ich will ruhig noch ein bisschen mehr Kohle rumliegen. Aber die Kohle können wir ja selber produzieren. Das ist nicht so das Problem. Okay, ist, ganz normaler Stein. Gut, können wir wieder runterklettern. Ja, ich glaube, ich muss nochmal in die Bibliothek Bücher lesen gehen, um herauszufinden, wo ich das Iridium besser finde. Weil ab und zu steht ja irgendwas in der Form da. Oder vielleicht muss ich mit jemandem plaudern, der sich da damit auskennt. Gelbe Seiten oder so. Sehr schön. Böser Meteor. So, aufhören damit. Was macht ihr denn da? Ich hoffe, ich störe euch nicht. Au, 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 au. Gut, einmal Elixier des Lebens. Ja, das hat geschmeckt. Willst du sammeln? Ah, sieh an, ein Kohlewagen, den ich wahrscheinlich irgendwann bei der letzten Runde vergessen habe. Gut zu wissen. Lass das. Ich muss sagen, den Steinen traue ich nicht. Die können nämlich immer wieder loslaufen. Aber vielleicht habe ich einfach nur nicht richtig aufs Detail geachtet. Hm. Gut, da oben ist eine Leiter. Also auf geht's in die nächste Ebene. Weg mit dir, Fledermaus. Ich mag nicht mit dir ringen. Oh, ich glaube, das ist gemein. Das ist, doch nicht. Ich habe gedacht, sie können vielleicht nicht durch diese Fackeln springen. Stirb! Endlich. Jetzt schon abkürzen nach unten, aber ich weiß nicht, ob ich das will. Ah, ich bin wirklich grottig im Kampf. Hier holen wir noch ein paar Steine, da drin ist Feuerquarz. Weg, weg, weg. Ich muss mich mit dem Schleim ja nicht die ganze Zeit beschäftigen. Ich glaube, den lasse ich einfach mal stehen.
Und da drin gibt es schließlich auch eine Leiter, das sollte man nicht vergessen. Und dann kann ich... Oha, was ist das? Sieht aus wie was Besonderes, das will ich haben. Muss mich aber auch jetzt ein bisschen beeilen, schon 11 Uhr wieder. So, Schleim, geh weg. Feuerquarz, sehr schön. So, was bist du? Emerald, schön. Oh, jetzt muss ich aber wirklich los. Der Schamane kann da ruhig stehen bleiben. Lauf, Enter! Lauf! Die Fledermaus ist hinter dir her. Runter, rauf, Mine verlassen, Einkaufswagen benutzen und auf zur Bushaltestelle. Und da ist die Gier wieder zu groß, als dass ich hier was liegen lassen könnte. Das ist schlimm mit mir, ich weiß. So, was verkaufen wir? Das gefundene, Fiber, den Pilz, Krabben. Das sind Fische. Die Krabben werden auf jeden Fall nicht verkauft. Dann machen wir erstmal alles weg, was wir irgendwie wegmachen können. Holz eher nicht. Kohle nicht, hier Emerald, Quarz, Schleim geht hier nicht. Kupfererz, sehr schön. Edler Quarz, aber ich habe Feuerquarze genug, sehe ich gerade. Hätte mir das nicht jemand vorher sagen können. Schleim kann hier rein. Sensen, Flügel können hier auch rein. Pilz wird verkauft, Quarz wird verkauft. Dann lohnt sich das Umarbeiten zu raffiniertem Quarz eigentlich nicht. Deshalb mache ich es auch gar nicht erst. Bombe. Butter kann auch wieder rein. Golderz. Oha, das habe ich vergessen. Golderz. Ich auch mal wieder Gold draus machen. Ah, wusste ich doch. So, die Eier nehme ich mal mit. Daraus kann ich nämlich gleich Marmelade machen. Ne, Mayonnaise machen. Noch habe ich ein bisschen Zeit. Milch dabei? Nein, natürlich nicht. Ein Duckling. So. Das Zeug kann ich dann am nächsten Tag verkaufen. Was gemacht ist, ist gemacht. Das ist schon mal viel wert. So. So weit, so gut. Ja, wir haben im Kampf uns verbessert. Ein Slime-Inkubator können wir bauen. Explosive Ammo. Aha, wir müssen also keine Steine mehr in die Schleuder packen. Wir können jetzt explodierende Munition reinpacken. Na, das ist doch mal interessant. Das sollten wir mal erforschen und der Sache nachgehen. Ja, gut, Geld haben wir jetzt auch noch ordentlich was gemacht. Das mit dem Erforschen von der explosiven Ammo, das ist sehr interessant. Und dem Schleiminkubator natürlich auch, aber dafür brauchen wir die Schleimfarm, glaube ich. Wie auch immer, der Sache werden wir nachgehen. Und zwar in der nächsten Folge. Bis dahin, gute Nacht da draußen. Was immer ihr sein mögt.